Okay, Leute, der Wano Kuni Arc ist der längste Arc, den One Piece zu bieten hat. Genauso auch die Vielfalt der Charaktere und natürlich auch deren Schicksale. Wir haben viele Teufelsfruchtnutzer, die aktuell dem Tod ins Auge sehen müssen. Und dabei ist natürlich die Frage, wenn diese Charaktere sterben, und davon wird es vermutlich noch ein paar geben, wer bekommt zum Beispiel die Teufelsfrucht im Falle von Kaidos Tod? Wer bekommt die Teufelsfrucht im Falle von Orochis Tod oder sogar Trafalgar Law? Wer bekommt diese Teufelsrüchte, sollten jene Charaktere sterben bzw. sich für diesen Kampf aufopfern. Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Also lehnt euch zurück. Los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und in dem heutigen Video sprechen wir über jene Teufelsfruchtnutzer, die im Falle ihres Todes die Teufelsfrucht natürlich hinterlassen werden. Und wer dann möglicherweise ein neuer Nutzer sein könnte. Wer kommt zum Beispiel im Falle von Orochis Tod in Betracht? Wer könnte seine Teufelsfrucht bekommen? Auf Wano Kuni haben wir nämlich sehr, sehr viele Charaktere. Darum geht es heute. Und ich habe hier sehr, sehr viele Charaktere am Start, die dementsprechend hier in Frage kommen. Deswegen beginnen wir direkt mit dem allerersten Charakter. Wir haben gerade von Orochi gesprochen, das ist der allererste Charakter und wenn Orochi stirbt, dann ist natürlich seine Teufelsfrucht frei. Und da ist die Frage, wer könnte diese Teufelsfrucht bekommen? Es geht ja hierbei um eine Kryptid-Zoan-Teufelsfrucht, ja, die Hebebinomi Yamato no Orochi. Und hier haben wir natürlich eine sehr, sehr starke Zoan-Teufelsfrucht, die vermutlich natürlich in andere Hände gelangen werden, wenn Orochi hier sterben wird. Und da ist natürlich die Frage, wer könnte da in Frage kommen? Natürlich gibt es viele Charaktere in Orochi, oder kann sich da natürlich, wer weiß, was ausdenken, ist natürlich klar. Diese Teufelsfrucht wird definitiv frei werden, denn Orochi, so wie es aussieht, wird vermutlich jetzt in Kürze auch ins Gras beißen. Es ist natürlich die Frage, bleibt diese Teufelsfrucht auf Wano Kuni oder nicht? Ich kann mir vorstellen, allein wegen dem Trauma, was Orochi mit dieser Teufelsfrucht etc. über Wano Kuni gebracht hat, dass diese Teufelsfrucht nicht so lange auf Wano Kuni dann bleiben wird oder dass irgendwer jetzt zum Beispiel von den Scabbards, die noch keine Früchte haben, diese bekommt. Ich kann mir gut vorstellen und was ich persönlich interessant finde, ist, wenn man die Teufelsfrucht einfach mitnimmt und vielleicht einfach mal guckt, wer könnte dafür am besten irgendwie in Frage kommen, ja. Es gibt ein paar, sagen, okay, Zorro wäre ganz cool, ja, weil mit Schlange und diese ganzen Köpfe und so, aber ich persönlich finde, eine Teufelsfrucht für Zorro wäre irgendwie too much, ja, und Zorro ist halt so absolut strong und er soll halt einfach auch ohne Teufelsfrucht seinen Traum irgendwie erreichen können und ich glaube, das ist vielleicht sogar auch der Ansporn an Zorro an sich selber, dass er das Ganze auch ohne Frucht schafft, ja. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie Lysop oder so und es muss ja nicht unbedingt einer aus der Strohhutbande sein, ja? Dass vielleicht sogar Inuarashi, Nekomamushi, einer von den Minks oder so, diese Teufelsfrucht bekommt. Jedenfalls ist diese Teufelsfrucht absolut free. Und da ist natürlich die Frage an euch, Leute. Wer glaubt ihr, wird diese Teufelsfrucht bekommen? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Was cool wäre, wäre, wenn Hiyori so diese Bürde auf sich nehmen würde, dann wäre Momo ein Drache. Hiyori hätte dann auch so eine Art Drachenfrucht, ja. Obwohl es halt diese Schlangenfrucht ist, aber ich denke, man versteht so, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Aber ich weiß halt nicht, ob das so mit den Leuten von Wano Kuni, mit dem Trauma etc., ob das so akzeptiert wird, aber ich denke, das könnte auch ein sehr gutes Symbol sein, ja, dass man Orochi erledigt hat und aus dem Weg geräumt hat. Kommen wir zum nächsten Charakter und das ist immer noch Trafalgar Law, gerade weil ja die finale Operation von Trafalgar Law hier dementsprechend den Tod zwangsläufig mit sich bringt und dass diese Operation diesen Charakter an für sich auch abschließen würde und selbstverständlich ist Law immer noch ein Charakter, der sich hier stets zu Ruffy aufopfern würde, um ihm zu helfen und da ist natürlich die Frage, wenn Law stirbt, was ich by the way natürlich überhaupt nicht hoffe und auch nicht wünsche, weil ich bin großer Trafalgar Law Fan. Wenn dieser Charakter stirbt, wer sollte diese Teufelsfrucht kriegen, ja? Und da ist für mich persönlich, wenn es um die Strohhüte geht, kommt da eigentlich nur Lysop in Frage, weil Lysop halt der Charakter ist, der halt der Law, ich sag mal, gerne sein wollen würde mit seinen Plänen, ja, mit seinen Hinterhaltssachen und so weiter. Aber ich denke, diese Teufelsfrucht würde super gut zu Lysop hier passen, weil er einfach dann doch besser dieser Krieger der Meere sein kann, ja? Und mit dieser Teufelsfrucht einiges erreichen kann, ja? Sachen kreieren kann und so weiter, operieren kann, ja, nicht an Menschen, sondern an seinen Erfindungen und so weiter. Das fände ich ganz cool. Ich finde, bei den Strohhüten würde diese Teufelsfrucht eigentlich perfekt zu Lysop passen und würde ihm natürlich auch nochmal ein Power-Up geben, weil Lysops Traum, der ist ja auch noch etwas, den man beachten muss, ja, und dieser tapfere Krieger der Meere, da könnte er definitiv mit dieser Teufelsfrucht so einiges hinkriegen. Kommen wir zum nächsten Charakter und das ist D.S. Drake, ja, der hat ja laut Hawkins eine Überlebenschance von nur 1% und wenn X-Drake hier stirbt, ja, dann ist natürlich auch klar,
seine Teufelsfrucht, die wird hier free sein. Ja, und das ist natürlich die Frage, wollen die auf Wano Kuni diese Teufelsfrüchte eines Zoan-Nutzers hier haben? Ja, eine Teufelsfrucht, der halt für Kaido dementsprechend ein Untergebener gewesen ist. Wollen die so eine Teufelsfrucht haben oder sagen sie, nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben? Das ist die große Frage. Aber die Teufelsfrucht von X-Drake, die wird sich dann irgendjemand, vielleicht sogar auch random, wird der sich einverleiben. Ja, ich habe da jetzt keinen speziellen Charakter im Kopf, ja, aber X-Drakes Teufelsfrucht, sollte er wirklich sterben, was ich mir nicht so ganz vorstellen kann, auch wenn es 1% ist, aber Hawkins Wahrsagen bzw. seine Vorhersagen, die sind ja eher dafür bekannt, dass sie halt eben nicht eintreffen. Und da ist natürlich die Frage, wenn er stirbt, keine Ahnung, wer soll diese Teufelsfrucht bekommen? Franky wäre cool, ja, so ein Dino so zusätzlich, ja, könnte passen bei den Strohhüten jetzt zumindest, aber ich denke jetzt so ein, ich sag mal so ein Jinbei oder so, es würde Jinbei, glaube ich, noch schwächer machen oder sowas. Also ich glaube nicht, dass diese Teufelsfrucht bei den Strohhüten gut aufgehoben ist, außer jetzt eventuell bei Franky, aber ich denke, wenn er stirbt, dann wird diese Teufelsfrucht definitiv einen anderen Nutzer finden. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist natürlich die Teufelsfrucht von Kaido, ja. Sollte Kaido hier im Kampf sterben gegen Ruffy, dann ist natürlich auch seine Teufelsfrucht theoretisch wieder frei und da habe ich zwei interessante Theorien. Entweder, Leute, wenn Kaido stirbt, wird sich diese Teufelsfruchtseele direkt zu Momonosuke begeben, dass Momo die vollständige Kraft von Kaido erhält, seiner Teufelsfrucht, weil wir wissen ja, die Teufelsfrucht, die Momo gegessen hat, die stammt ja aus der DNA von Kaido, das heißt, Momo hat einen Teil von Kaidos DNA in sich mit dieser Teufelskraft, dass diese Teufelsfrucht von Momo dann vervollständigt wird, ja, das wäre natürlich krass, Leute, das wäre eine ganz coole Situation oder ein cooles Szenario, was wir in One Piece noch nie gehabt hätten und würde das Ganze einfach speziell machen, fände ich ganz cool. Auf der anderen Seite ist natürlich immer noch die Möglichkeit, dass Teufelsfruchtjäger kommen, wie zum Beispiel Blackbeard, der sein Auftauchen ist natürlich auch noch gar nicht mal so ausgeschlossen, der sammelt ja so krasse Teufelsfrüchte, dass man hier vielleicht nochmal den Blackbeard früher sieht, als man annimmt, aber ansonsten, ja, es werden einige bestimmt auch in die Kommentare schreiben, wäre krass, wenn Zoro diese Frucht bekommen würde. Ja, wäre krass, natürlich wäre das absolut krass, Leute, aber ich bin gespannt, ja, also es gibt einige Möglichkeiten, was mit der Teufelsfrucht von Kaido passieren kann, denn diese Teufelsfrucht, die wird, die, oder die ist absolut krass, ja, da gibt es gar keine Diskussion und ich bin auch super gespannt, sollte Kaido wirklich sterben, wer diese Teufelsfrucht bekommt. Kommen wir zum nächsten Nutzer und das ist natürlich Kanjuro, ja, Kanjuro mit seiner Zeichenteufelsfrucht, wo er dann Sachen zeichnen kann, die dann zum Leben erweckt werden. Und das ist natürlich eine Teufelsfrucht, die auch eigentlich super in die Hände von Lysop passen können, weil er zeichnet ja auch oder kann zeichnen oder sonstiges. Was auch cool wäre, wäre natürlich, dass ein Scabbard quasi dieses Schicksal oder ich sag einfach mal diese Bürde dieser Teufelsfrucht jetzt noch auf sich nimmt, weil Kanjuro war am Ende des Tages trotzdem einer der Scabbards, ja, auch wenn er der Verräter war, dass man hier natürlich eventuell diese Möglichkeit hat, ja. Ich hatte mir gedacht, okay, Nami mit Karten zeichnen und so, vielleicht kann sie dann mit dieser Teufelsfrucht irgendwas anfangen und dann eine heftige Karte machen, eine lebende Karte, so eine 3D-Karte oder so, die halt irgendwie schwebt oder die halt wirklich real ist, das wäre natürlich super krass, ja, aber für Nami haben wir da noch eine andere Möglichkeit, da gehe ich aber zum Schluss drauf ein, aber was Kanjuro angeht, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eventuell entweder Lysop die vielleicht kriegen könnte oder halt ebenfalls Nami, wobei Nami, da habe ich einen anderen Kandidaten. Und damit kommen wir dann auch zum letzten Charakter und das wäre zwar unwahrscheinlich, aber das wäre Big Mom und wenn Big Mom in der Tat hier sterben sollte, dann wäre ich absolut dafür, dass Nami diese Teufelsfrucht kriegt, wenn man das Ganze auf die Strohhüte begrenzen muss, ja, Nami und die Seelenfrucht, gerade natürlich wegen Zeus, ja, ist natürlich klar, Nami kämpft mit Zeus, hat Zeus als Power-Up quasi und könnte dann mit der Seelenfrucht dementsprechend viel, viel mehr reißen und wäre dann nochmal um ein viel, vielfaches stärker und ich denke, diese Seelenteufelsfrucht hätte eine sehr, sehr coole Symbiose mit Brook zum Beispiel, mit der Totenreichfrucht und es würde halt irgendwie passen, ja, ich fühle Nami absolut mit dieser Teufelsfrucht, weil es irgendwie einfach wie die Faust aufs Auge passt. Es würde super passen, auch mit dem Klimataktstock. Nami kann dann alle Elemente benutzen und so weiter. Aber ob Big Mom stirbt oder nicht, liegt ja nochmal oder steht natürlich auf der anderen Seite der Medaille. Ist somit der unwahrscheinlichste Charakter. Big Mom wird oder hat meiner Meinung nach die Bomben safe überlebt. Also ich glaube nicht, dass Big Mom hier gestorben ist. Ja. Das mal, by the way, ja, wegen den Bomben. Aber es kann natürlich sein, dass Big Mom wieder auftaucht. Ja. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die hier definitiv gegeben ist. Und sollte Big Mom sterben, nicht heute oder halt in naher Zukunft, ja, wenn vielleicht auf Whole Cake Island wieder Action ist. Ruffy sagt ja, er wird Big Mom auch besiegen. Ja, und das, was Ruffy sich vornimmt, das zieht er eigentlich auch durch, ja. Selbst wenn Big Mom jetzt hier nur aus dem Ring geschleudert wurde oder sonstiges, ja. Ich kann mir vorstellen, wenn Big Mom hier wirklich draufgehen wird, dann wird Nami diese Teufelsfrucht bekommen. Und ich denke, da wären wir dann, glaube ich, alle mit zufrieden. So, Leute, das waren im Groben und Ganzen 6 Charaktere, die den Tod so ein bisschen ins Auge schauen könnten, ja, wo es wahrscheinlicher ist, dass die sterben. Es werden einige davon definitiv draufgehen. Leute, das ist natürlich klar, aber hier ist natürlich die Frage dann, was ist bei den anderen, wenn es möglich ist, wer bekommt dann welche Teufelsfrucht? Falls ihr weitere Ideen dazu habt, natürlich
natürlich gerne damit in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wem ihr zum Beispiel die Teufelsrufen Kaido oder Orochi geben würdet. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, meine Freunde. Ich bin erstmal raus. Ich bedanke mich natürlich fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Tag. Macht's gut. Bleibt mir auf jeden Fall gesund. Morgen gibt es höchstwahrscheinlich natürlich die Spoiler, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.